Rendezvous with White Team in Landing Bay 3. Ja, wir müssen uns mit dem weißen Team treffen. Ja, hier sieht es sehr schick aus, ne? Schön veraliens alles. Okay, Harrison, I've got you as close as I can. The POCs locked up tight as a drum. Assuming your white team is still there, you've got two choices. Stand in the courtyard and shoot until they hear you, or head down to the outflow system. That should get you past primary security net and into the southern landing, or get you killed. Of course, I can say the same for staying here. Ja, ich muss rein. Ist wohl ziemlich gut versiegelt hier das Ganze. Ich kann entweder hier rumballern wie ein Idiot, hoffen, dass mich hören das andere Team. Oder ich gehe in dieses komische, weiß nicht, Überflutungssystem und gehe den Hallo sagen. Smart Gun, Kugeln, Fackeln und Nachtsicht. Ja, also mir ist das irgendwie noch zu hell. Ja, jetzt habe ich mein ganzes Zeug wieder. Das ist natürlich nett. Finde ich auch besser, als wenn ich mein Zeug nicht habe. Cool, schauen wir mal, ob es hier sonst noch was Lohnenswertes gibt. Ist ja logisch. Wer rennt denn direkt rein, wenn vorne das Licht angeht? Also ich nicht. Mal schauen, wir haben Pistolmunition. Ja, nicht so viel, aber zumindest etwas haben wir. Schrotflinte. Nur normale Schrotmunition, aber das ist ja auch nicht so verkehrt. Muss nicht so genau zielen. Und ja, randvolles Pulsgewehr. Bitte? Oh je. So, okay, Rufi. Oh. Komm noch mehr. Jawohl. Nicht doch. Die sind aber auch flink. Ja. Bisschen Aua hat's gemacht. Aber ich lebe noch. Und das ist doch die Hauptsache. Ganz schön linke Mistviecher sind das. Und ja, die Steuerung ist halt leider so ein bisschen schwammig. So wie ich es jetzt eingestellt habe oder aufnehmen muss. Das ist leider mal wieder ein Problem. Aber ich werde es schon packen. Ja, notfalls, wie gesagt, wird einfach nochmal geladen. Und dann schaffe ich es. Und wenn es dann nicht schafft, dann lade ich nochmal. Das Ei, kommt mal weg. Smart Gun. Kugeln. Genau, ob das wirklich Kugeln sind. Ja, wo ist die Waffe? Hängt die bei irgendwem? Oh Gott, oh nein. Hoffe nicht, dass ein kleines Vieh. Nein. Noch nichts geschlüpft. Hast du die Waffe? Warten. Ja. Panzerung. Danke, Freund. Hast du die Waffe? Natürlich nicht. Gut. Pech gehabt.
Finden wir wahrscheinlich gleich. Das Signal wird schlechter. Ich verliere sie. Sagen Sie sowas nicht. Oh je. Oh shit. Und mehr Smart Gun. Oder habe ich den? Ich habe eine Smart Gun. Ich hoffe mal. Mei, ist das angenehm. Auf den Augen. Oh. Jetzt gehe ich doch nochmal zurück, weil ich finde so viel von dem Müll. Nicht, dass ich es versehentlich doch abliegen lassen. Was? Achso, das braucht auch Batterien. Okay. Und sogar sehr, sehr schnell wird die verbraucht. Hier liegt eigentlich aber nichts, oder? Könnte natürlich sein, dass sie es oben abliegen lassen. Ich noch mal nachschauen. Ach komm, noch mal hier. Die 2 Meter, an denen soll's nicht scheitern. So, hab ich die Sache hier liegen lassen, ja oder nein? Fackeln. Hier ist nur das Moped, da kommen wir nicht mehr rein. Wenn, dann wird es hier irgendwo, ne? Aber hier hat es nur Fackeln und hier gab es nur Munition. Gut, dann können wir zu ruhigen Gewissens weiterlaufen. Wir wissen, aha, wir haben keine Smart Gun liegen lassen. Das heißt, wir finden die etwas weiter im Inneren. Ja, ich glaube nicht, dass das wirklich eine Option ist. Höchstens, wenn ich Gefauche höre, schnell mal aktivieren. Und dann geht es dem Feind an den Kragen. Panzerung. Er blinkt. So ein Spinnenvieh. Ach, und da soll ich rein. Hier einen Laden. Tür ist zu. Hier oben können wir hin. Ich gehe mal. Gehen wir zuerst nach links. Oh nee. Nicht, dass jetzt ein kleines Fieder schlüpft. Ja. Na. Ach. Oh, wie. Okay. Ist tot? Ah. Untertauchen. Clever. Na gut. Das war's mit Rüstung. Oh je. Bin ich so laut. Oh je. Ist laut sterben. Bitte lieber schön leise. Ist ja gut.
Was ist das Ding sofort aus? Ist hier nass? Na. Irgendwie verschwendet das eine Menge Munition. Hier sind ja überall welche an den Wänden. Das ist ja unerhört. Unerhört. Oh gut. Das kann ich jetzt noch einmal machen. Bin ich hierher gekommen? Nee. Gar nicht verwirrend, die Gänge. Ah. Ah, Lebensenergie. Hoffentlich Schrotflintenmunition. Auch nicht doch. Und da habe ich nicht mehr ganz so viel. Schrotflinte bitte. Reichlich. Modgun, EMP. Oh je. Und was, wenn ich sie zuerst erschieße? Geht nicht, ne? Gut, lass mal schauen. Wir haben ein bisschen Schrotmunition gefunden. Sehr gut. Wieder 12. Oh, zum Schluss. Warte, wer? Sehr ungünstig. Ja, oh. Ob man da nicht besser die Pistole dafür nehmen sollte? So, Gang sagt, alles gut. Tür geht nicht auf. Achso, die ist zugeschweißt. Tötet mich, tötet mich. Was machst du da oben? Oh je. Alles klar. Ach, an der Decke hängen die auch ab. Ihr seht einen wilden Haufen. Überall gammeln sie rum. Da muss auch wirklich eine Epilepsie-Warnung unter die Videos schreiben. Bevor es einfach reißt. Ah, shit! Ja, am besten mit beidem gleichzeitig arbeiten. Okay, ein Schlüsselchen ist noch drin. Wir wechseln mal spaßhalber. Vielleicht zum Pistölchen. Aber ist mir ehrlich gesagt lieber, wenn ich ein bisschen auf Xeno-Jagd gehen darf, als auf... Menschen ja quasi. War auch ein ganz, ganz großes Problem von Colonial Marines. Ah, Munition. AP und Pistolen, gut. Weil bei Colonial Marines leider viel zu viel, naja, Shooter typisch auf Menschlein losgegangen werden musste, beziehungsweise. Ja, die Gegner waren halt einfach wahrscheinlich Wayne und Titani. Okay. Keine Stasisfelder. Heißt, ich komme da einfach so durch.
Nimm mal den hier. Berühren, nicht aktivieren. Lass sie einfach mal. Harrison, scheint, als müssten Sie das Stromrelais zurücksetzen, um die Tür zu öffnen. Es sollte direkt unter Ihrer Position sein. Nach einer Treppe. Stromrelais, jawohl. Hab's vernommen. So, was will die? Okay, Stromrelais. Oder soll ich ein paar Granaten runterschicken? Ach, die kommt durch die Decke. Oh je. Geht das jetzt endlos? Nicht anknabbern. Oh je. Stromrelais unter mir. Ja, ja, schon verstanden. Pulsgewehrkugeln. Alles klar. Nicht nachladen. Oh shit. Alles klar. Ja, ich schätze mal, ich muss mich da beeilen, oder? Weil ich glaube nicht, dass die irgendwann sagen, ja, ist immer genug. 10 mal geschickt, das reicht auch erstmal. Ja, die gehen auf, wenn ich schnell dran vorbeilaufe. Harrison, scheint, als müssten Sie das Stromrelais zurücksetzen, um die Tür zu öffnen. Ja, scheint echt so. Unter Ihrer Position sein. Suchen Sie nach einer Treppe. Oh, die sind echt sauer, die Horde. Sauer töpfischer Haufen. Ist irgendwo Panzerung, irgendwas, was ich brauchen kann? Irgendwas Sinnvolles? Was ist das? Oh je. Nachtsichtgerät und Pulsgewehr ist halt eine echt dumme Mischung. Und das auch. Da ist es. Bringen ja. Sie es online und dann nichts wie raus. Macht gar nicht. Oh, nicht ins Eck. Nicht ins Eck. So. So kann ich arbeiten. Jetzt könnt ihr ruhig kommen. Oh ja. Oder auch nicht. So, und jetzt? Wo geht's weiter? Locked.
So, mach zu. Hör zu. Halfway there. Listen, Harrison. Something's up at the southern landing. White team just went dead. The Verloc called asking out people if we'd taken down the communication link. We haven't, but they're still not answering. I'd hurry if I were you. Also zur Hälfte da. Probleme mit der Kommunikation. Ich soll mich beeilen. Dann machen wir das doch. Okay. Mit der Pistole rumlaufen, eine gute Idee. Eigentlich nicht. Smartgun, Pulsgewehr, ja gut, ich denke mal, Pistole kann ich mir hier sparen. Ich nehme einfach mal was Sinnvolles. Oh je. So, wo genau... Wo sind die denn? Ganz da unten oder wie? Oder wo oder was? Eine Runde am Pool spielen? Nein. Gut, dann wieder Türen abklappern. Ja. Vom zweiten Flur aus führt ein Gang zu einer Sicherheitsstation. War der Flur. Da können Sie die Abwehrgeschütze wieder einschalten. Das sollte alles etwas einfacher machen. Alles klar, zweiter Gang. Locate the security station, activate the automatic defense is. Jawohl. Machen wir das. Jetzt mal, das ist gemeint. System Charge. Oh, Achtung, bewegliche Teile. Jawohl, Schrotpatronen. Hinter das Parcours, gehen wir gleich mal da hoch. Jetzt mal schauen, was hier ist. Oder komme ich da rüber? Wahrscheinlich nicht, ne? Aber dahinter komme ich. Wenn hier nichts ist, alles klar. Train sequence halted. Oh oh. Lass hier noch aufschießen. Bitte? Das arbeitende Kran hat den Weg freigeräumt. Ich verstehe. Ist das? Napalm. So, was ist hier? It's a no brains. I don't know why I followed him here. Of course, someone mentioned the one-way transfer policy. I've got a better chance of meeting Prince Charming inside the Hive than I do getting paperwork signed to get me out of here. Okay. Shavers, all hands and all brains. I don't know why I followed him here. Ich beschwert sich darüber, dass hier... Oh Mann! Okay. Genug. Ist das ein Endlos-Spawner? Nee, zum Glück nicht. Ich bin sogar wie tot. Okay, das war sehr schlecht.
Ja, die Tür ist zu. Ja, okay. Ich wusste es doch. Noch geht mir es halbwegs gut. Aber so. Ich glaube, ich kann die Tür für Sie überbrücken. Warten Sie mal. Warten. Hm? Nix, alles super. Alles total super. Mach hin, Alte. Sehr gut. Und frische Energie, aber leider keine Panzerung. Das ist natürlich nicht gut. Denn dann tut uns alles immer so weh. Security Station. Will nicht. Wieso will nicht? Bestimmt was nicht. Derek, my friend, that's WY, so your name comes through the order. I've never seen these guys again, it's too soon. Viel Information, aber keine interessante Information. Okay, die bleibt auf. Und ich kann die nicht aktivieren, weil... Warum genau? Normalerweise brauche ich eine offene Konsole, um irgendwas hacken zu können. Das scheint so nicht zu funktionieren. Das funktioniert warum nicht? Strom ist auch aktiv. Mit dem Strom angeschaltet. Ach Gottchen, oder hätte ich auf der... Ach Gottchen, Idiot. Ja, use extreme caution. So, automatische Kanonen aktiviert. Und nun? Rendezvous with White Team in Landing Bay 3. Nimm mal die Smart Gun. Da lungert doch wer rum. Oder ist wieder eine neue Fuhre geschlüpft? Geh mal oben lang. Das hatte ich ja aktiviert. Da unten war auch nichts mehr. Ich guck trotzdem noch mal spaßhalber. Hier war ja nur, genau, ein Napalm oder so. Train Sequence war das, richtig. Harrison? Ja? Jetzt ganz nach unten, sagt sie. Alles klar. Sublevel 3. Die Kanonen reagieren hoffentlich nicht auf mich, sondern nur auf böse Kreaturen. Habe ich nicht gleich ein Problem? Ne, alles gut.
Nochmal Glück gehabt. Linke Seite. Harrison, schnell. Oh oh. Jawohl. Jetzt will ich mal mich doch umschauen. Lass mich nicht hetzen. Alles bleibt zu. Na gut, es gibt tatsächlich nur diesen einen Weg. Das finde ich jetzt aber angenehmer als in den komischen... in diesen komischen, diese Kapsel da. Oh oh. Das sah dick aus. Also schnell weg. Okay. Okay, schnell weg. Harrison, ich kann die Tür nicht überbrücken. Ich suche dir einen anderen Weg daraus. Läuft.